Heute reden wir in der Late-Night-Show über Halloween-Abenteuer für Cthulhu und über eine illustrierte Enzyklopädie für den bekanntesten Dunkelelfen von Dungeons & Dragons, Driss Do'Urden. Meine Hobbys sind Zeit, Detektiv und Teuer. Ich bin ja selber schuld. Gut, der Autor der Romane, R.A. Salvatore, sagt Driss Do'Urden und ich glaube, es gibt dutzende verschiedene Varianten. Ihr könnt ja uns in die Kommentare schreiben, wie ihr den Namen dieses Dunkelelfen aussprecht. Generell, Kommentare sind gut, Kommentare sind Liebe und ein Like für dieses Video hilft uns auch direkt weiter. Das nur mal so am Rande gesagt. Aber machen wir erstmal weiter mit Cthulhu. Wir haben mit Halloween in 3D eine weitere kleine Anthologie mit Halloween-Abenteuern. Wir haben da, glaube ich, zwei von schon besprochen. Und das Programm kennt ihr ja quasi schon. Das sind One-Shots, die eben eine Halloween-Thematik haben beziehungsweise in irgendeiner Form daran anknüpfen sollen. Das ist hier teils stärker, teils weniger stark mit eingebracht. Wir haben einmal die Rückkehr des Magiers. Das spielt schlicht und einfach an Halloween, hat aber den Aufhänger, dass mit Ansage jemand auftauchen will, der behauptet, den Geist eines Magiers beschwören zu können, aber nicht eines tatsächlich mystischen Magiers, sondern eines Bühnenmagiers, der tatsächlich auch sehr misstrauisch ist und der gesagt hat, wenn irgendjemand innerhalb eines Jahres nach meinem Tod nachweisen kann, dass es tatsächlich das Übernatürliche gibt, dann soll diese Person mein Erbe erhalten. Und jetzt wendet sich jemand an die Ermittelnden, die man da spielen kann und sagt, hier hat jemand gesagt, ich komme vorbei, ein ehemaliger Bekannter meines verstorbenen Mannes, eben dieses Magiers, der wird an Halloween hier sein und dann beweisen, dass er mit meinem verstorbenen Mann reden kann. Bitte findet raus, ob das irgendwie Sinn ergibt. Und dann spielt man quasi auf dieses Ereignis zu und macht dabei möglicherweise einen kurzen Abstecher nach Marokko. Es ist ein bisschen wirr, dieses Abenteuer und was genau da passiert ist. Und es wird tatsächlich in einem Hintergrundbereich hier kurz gesagt, das mag vielleicht keinen Sinn ergeben, aber was verstehen wir schon von den Gedankengängen dieser Mythoskreatur? Ein bisschen zieht sich dieses, das mag keinen Sinn ergeben, aber was verstehen wir schon davon durch? Denn ähnlich ist es auch bei Die Maske der Muchi, wo es darum geht, dass jemand seinem Hund eine alte Maske aufgesetzt hat, die zu Halloween als Verkleidung gedacht ist und der Hund daraufhin verschwindet. Dann müssen die Ermittelnden diesen Mops wiederfinden und landen dabei an einer ultra epischen Sache, nämlich einer Zwischenwelt, die in Sichtweite von Azathoth, dem alles verschlingenden Idiotengott im Zentrum des Universums liegt, was ein ziemlicher Ansprung des Epikgrades ist von wir vermissen einen Mops zu, wenn wir auf die andere Seite dieses Asteroiden-Gens werden wir in ein schwarzes Loch gesaugt, ein intelligentes. Und auch hier ist es ein bisschen so, dass gesagt wird, ja, das ist vielleicht alles ein bisschen komisch, aber das müsst ihr jetzt einfach akzeptieren. Und dann haben wir in die Rache des Hay-Volkes eine Party von Leuten, die einen Film drehen. Das spielt zumindest in moderner Zeit, dieses Abenteuer. Und eine Begehung von einer alten Festung in England machen, wo im Grunde ein Halloween-Park eingerichtet ist. Und auf einmal wird dieser Halloween-Park bitterer Ernst, als Leute in Stücke gerissen werden. Und dann geht es darum, daraus lebendig zu entkommen. Ist also fast eher ein Slasher-Film auf einmal. Und die ganzen Hintergründe und die Mythosgründe dafür, warum überhaupt auf einmal alles horrormäßig wird, die kann man optional in einem nachgeschobenen Ermittlungsteil nach der Action herausfinden. Alle diese Abenteuer haben eine grundlegende, spannende Idee und eine teils doch recht lockere Anlehnung nur an das Thema Halloween. Aber alle haben auch immer mindestens einen großen Schönheitsfehler, wie das ergibt alles keinen Sinn oder das ist vielleicht ein bisschen zu episch für diese Charaktere, die man normalerweise spielt bei Cthulhu, bis hin zu niemand kann verstehen, was hier passiert, es sei denn, man spielt dann noch einen zweiten Abend nach diesem One-Shot mit den Ermittlungen dazu, was da passiert. Insgesamt also ein spaßiger, aber doch deutlich fehlerbehafteter kleiner Band, der 6,5 von 10 möglichen Punkten bekommt. Und damit leiten wir über zu Drizzt. Wie gesagt, teilt uns mit, wie ihr diesen Namen ausspricht. Und seiner illustrierten Enzyklopädie.
Der DK Verlag hat sich auf illustrierte Enzyklopädien spezialisiert und brachte mit Die Legende von Drizzt jetzt auch den ersten offiziellen Bildband zu den vergessenen Reichen heraus. So wird das Buch jedenfalls im Handel beworben. Es ist aber keine stumpfe Trittbrettfahrerei auf dem im Mainstream angekommenen D&D-Hype, sondern das Buch stammt von einem alten Bekannten. Michael Whitwer war bereits Autor des D&D-Kochbuchs, das bei unseren Freunden von Zauberfeder erschienen ist, und der Artwork-Sammlung Ars and Arcana. Und er ist der Bruder von Star-Wars-Darsteller Sam Whitwer, falls ihr euch das gefragt habt. Wir schauen uns das Buch vor allem unter dem Gesichtspunkt an, ist es ein guter Einstieg in diese Spielwelt für Neulinge im Rollenspiel? Dafür spricht, die Bilder stehen in diesem Band eindeutig im Mittelpunkt. Auf um die 200 Seiten gibt es eine umwerfende Fülle von Illustrationen, die man teils aus den Rollenspielbüchern der letzten 20 Jahre, teils aus Romancovern oder so obskuren Quellen wie animierten Kurzfilmen kennt. Wer Drizzt do'Urden gar nicht kennt, dürfte erst einmal ein wenig überfordert sein, trotz der Erklärungen im Vorwort. Circa ein Drittel des Buchs beschäftigt sich mit dem legendären Dunkelelfen-Roman- und Comichelden, seinen Freunden, Feinden und seinen kampflastigen Heldentaten und Abenteuern im frostigen Eiswindtal oder dem Unterreich, wo er gegen seine intriganten Drow-Verwandten antreten muss. Auf zwei Seiten werden alle bisher erschienenen Romane zusammengefasst. Ich habe selber ehrlich gesagt irgendwo hier aufgehört zu lesen und wie oft bei solch groben Inhaltsangaben sorgt das vermutlich für noch mehr Fragezeichen. Wenn man aber auch nur einen Teil der Romane kennt, ist man damit auf dem neuesten Stand und weiß zum Beispiel, wie all die ikonischen Charaktere den 100 Jahre Zeitsprung in die aktuelle 5. Edition überlebt haben. Praktisch. Die Texte über die Romanfiguren fassen alles zusammen, was wichtig ist, und zeigen die Helden in verschiedenen Stadien ihres Lebens, wobei die Darstellungen oft mit mehr oder weniger hilfreichen Beschriftungen versehen sind. Der Rest des Buchs, also gut 140 Seiten, widmet sich dann etwas allgemeiner dem Schauplatz der vergessenen Reiche, und das kann man auch gut konsumieren, wenn man gar keine Ahnung von Drizzt hat, also zum Beispiel das Setting nur aus Baldur's Gate kennt. Allerdings bleibt die Perspektive immer die der Romanhelden. Es wird auch hier nur die Schwertküste und das Unterreich abgebildet. Wir erforschen also, wie im offiziellen Settingband zum Rollenspiel auch, nur gut ein Viertel des Kontinents. Dafür wird das hier alles deutlich angenehmer, ansprechender und einsteigerfreundlicher präsentiert als beim Rollenspielbuch. Bevor wir am Anfang des Buchs zu Drizzts Begleitern kommen, erfahren wir, was die Spezies- und Abenteurerklassen in D&D so sind und welche Götter hier angebetet werden, wobei ich die Auswahl etwas random finde und dabei bleibe. Die Forgotten Realms haben zu viele Götter. Aber dafür kann das Buch hier ja nichts. Die zweite Hälfte des Buches widmet sich komplett Monstern und Schauplätzen, Städten und Landstrichen der vergessenen Reiche. Das ist der Teil des Buchs, der auch für jene interessant ist, die sich nicht für Drizzt interessieren oder der auch für bereits erfahrene D&D-Spielende als schnelles Nachschlagewerk dienen kann. Alle Monster werden wunderhübsch bebildert und man erfährt in wenigen Sätzen alles, was man über sie wissen muss, um mitreden zu können. Natürlich gibt es keine Wertekästen. Städte wie Baldur's Tor, Niewinter, Tiefwasser und Menzo Berranzahn werden ebenfalls spektakulär bebildert und übersichtlich beschrieben. Unterm Strich würde ich daher fast sagen, wer ein Buch zu den vergessenen Reichen sucht, ist als Einsteiger hier besser bedient als mit dem offiziellen Settingband. Natürlich steht dort viel mehr drin, aber dort fehlt auch an vielen Stellen der Kontext. Anfänger werden nicht abgeholt und stattdessen mit Textwüsten abgeschreckt. Das hier ist ein durch und durch ansprechendes Buch, das man auch seinen Normie-Eltern zeigen kann, damit sie einen Eindruck von dieser Welt bekommen oder das man auf dem Kaffeetisch platzieren kann. Das Einzige, was leider überhaupt nicht passt, ist die Übersetzung. Die Texte sind allesamt sehr nah am US-Original, dadurch ungelenkt zu lesen und manchmal stimmt auch die Grammatik nicht. Es fällt aber nicht so sehr ins Gewicht, einfach weil es gar nicht so viel Text gibt und dieser angenehm fürs Auge auf der Seite verteilt ist. Und das macht unterm Strich 8 von 10 Punkten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, ihr Lieben. Und wir sehen uns das nächste Mal bei unaussprechlichen Namen, Rollenspielen, Livestreams oder wo auch sonst wir uns über den Weg laufen könnten im Internet und in der realen Welt. Bis dann. Tschüss. Nachdem man mich als Bundeskanzler von Norden-Norddeich abgesetzt hat, habe ich mein geheimes Hauptquartier im ehemaligen Führungsbunker der Deutschen Demokratischen Republik eingerichtet und meinen norddeutschen Akzent abgelegt. Dennoch sage ich,
alle sollten abonnieren, kommentieren und liken. Dankeschön.